Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute ist ein schöner Spätsommertag und die Dahlien, die strahlen in den besten Farben. Diese Jahreszeit gefällt mir eigentlich am allerbesten, gerade wenn es so ein schöner warmer Tag ist. Ich war jetzt ein paar Tage nicht im Garten und entsprechend viel Arbeit liegt jetzt hier bei den Dahlien an. Ich zeige euch mal, wie die Dahlien gewachsen sind. Hier die Lila Dahlia Lavender Prinz. Das, wie man hier sieht, war das leider ein Ausfall von insgesamt 10 Pflanzen. Sind nur 3 gekommen. Warum, weiß ich auch nicht. War schon sehr komisch. Dann ein weiterer Ausfall. Das ist eine meiner Lieblingsdahlien, die Evelyn. Wie ihr seht, wurde dieses Jahr nicht so richtig groß. Warum, weiß ich auch nicht. Vielleicht lag es einfach am Platz, dass sie hier zu wenig Wasser hatte. Also man sieht es, die Blüte ist einfach nicht schön groß. Verstehe es auch nicht. Ganz toll ist wieder die Traute. Die gefällt mir auch im Herbst wirklich am schönsten. Die Farben, die sind einfach richtig orange, dann die leuchten so einfach genial. Auch sehr schön die schwarzrote Semi-Kaktus-Dahlia. Was das für ein Käferchen ist, das weiß ich jetzt auch nicht. Sieht schon sehr lustig aus. Ein schwarz-weißer Marienkäfer. Keine Ahnung. Vielleicht kennt ihn jemand und er schreibt es in den Kommentaren. Hier sehr schön die Kaktusdahlie Holly Hill Spiderwoman. Allerdings ist sie nicht so gut als Schnittblume geeignet, da die Stiele sehr kurz sind. Neu in diesem Jahr ist die Checkers, eine dekorative Dahlie. Ich hoffe, ich habe mir den Namen jetzt richtig aufgeschrieben. Und die alten Blüten müssen natürlich noch abschneiden. Aber den Bienen gefällt es natürlich. Und dann habe ich hier noch eine Rose, eine Seerosendahlie. Die gefällt mir auch sehr gut. Eine weitere schöne Dahlie ist die dekorative Dahlie Lake Ontario. Die ist gelb und hat einen roten Rand. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Auffallend auch hier sind hier die Blätter. Sieht fast aus wie beim Löwenzahn. Hier sieht man ganz deutlich die roten Ränder. Hier noch eine Balldahlie. Hat eine schöne weinrote Farbe. Wird auch ganz groß. Die ist bestimmt 1,70 Meter hoch. Die kommt erst. Bin mal gespannt, ob hier noch einmal blüht. Auch sehr toll, diese Semi-Kaktus-Dahlie. Leider eignet sie sich auch nicht als Schnittblume und wir machen halt gerne Blumensträuße und ich weiß es nicht, ob ich diese im nächsten Jahr mir noch anpflanzen werde. Hier nochmal die Balldahlie von eben. Die ist jetzt an einem anderen Platz, mehr im Halbschatten.
unter einem Baum, wo es sehr trocken ist. Da ist sie leider nicht so groß gewachsen, also höchstens 80 cm. Und auch die Blüten sind gar nicht so groß. Ja, hier noch eine Dahle, die ich euch unbedingt zeigen möchte. Das ist die Foxy Lady. Wundervoll, also wie diese Farben, dieser Farbverlauf ist, finde ich, von Lila ins Rosa, ins Gelb. Also sehr schön. Leider wird auch diese Dahlie nur vielleicht 60 cm hoch und eignet sich deshalb auch nur sehr bedingt als Schnittdahlie. Ja, hier haben wir noch einen Käfer. Der ist echt, also es ist kein Plastik. Kenne ich nicht, also habe ich auch noch nicht gesehen, was das für ein Tierchen ist. Ich hoffe, er zwickt und beißt nicht. Und weg. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben und lasst mir dann gerne auch ein Abo da.